Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte KollegInnen der demokratischen Fraktionen. Kollegin Butschkau hat es gerade schon angebracht. Letzte Woche haben Bundesinnenministerin Faeser und Bundesfamilienministerin Paus das Lagebild häusliche Gewalt vorgestellt. Und so bekannt uns die Zahlen sind, sie erschüttern uns doch jedes einzelne Mal. Über 70% der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen und 3 von 4 TäterInnen sind Männer. Bei Partnerschaftsgewalt sieht es noch verheerender aus. Und wir hatten im Jahr 2023 155 Femizide zu verzeichnen. 155 Frauen, die von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Hinter jedem dieser Fälle steht ein Einzelschicksal. Häusliche Gewalt zieht sich durch jedes Alter, durch jede soziale Klasse, durch jede Herkunft und jede Religion. Sie hat viele Gesichter und Formen und ist tief verwurzelt in gesellschaftlichen Normen, in Machtverhältnissen und traditionellen Geschlechterrollen. Und ich bin mir sicher, dass alle von uns mindestens eine Person kennen, die von häuslicher Gewalt betroffen ist, ob uns das bewusst ist oder nicht. Gewalt gegen Frauen ist tief in unserer Gesellschaft verankert und ein strukturelles Problem, das wir gemeinsam angehen müssen und in unterschiedlichen Konstellationen im Bund und in den Ländern auch angehen. Mir persönlich ist es zu langsam, das ist kein Geheimnis, aber ich kann auch anerkennen, dass die Frauenhilfeinfrastruktur heute noch mal anders besser aufgestellt ist, als dies beispielsweise vor 20 Jahren war. Da ist Bewegung drin. In NRW haben wir eine breit aufgestellte und unfassbar engagierte Frauenhilfeinfrastruktur, Frauenhäuser, Beratungsstellen, Notrufnummern, die von gewaltbetroffenen Frauen Schutz und Unterstützung bieten. Wir wissen, dass diese Strukturen oft überlastet sind. Dafür müssen wir nur einmal in die Anforderungen der Istanbul-Konvention schauen und ganz ehrlich gesagt natürlich auch nicht vollends zu unserer Befriedigung finanziert werden können im Moment. Besonders die spezialisierte Unterstützung für besonders vulnerable Personen wie geflüchtete Frauen, Migrantinnen und Frauen mit Behinderungen ist weiter auszubauen. Wir nehmen diese Sorgen aus der Frauenhilfeinfrastruktur sehr ernst und es ist unser Ziel, diese Lücken zu schließen und sicherzustellen, dass jede Frau, die Hilfe sucht, diese auch bekommt. Und gleichzeitig wissen wir alle miteinander, das hat die Kollegin Trolles gerade angesprochen, um die aktuelle Haushaltslage und das Loch, das durch die Steuermindereinnahmen und die geplante Bundesvorhaben entstanden ist. Dieser Landesregierung ist es trotzdem gelungen, mit diesen wenigen Mitteln Verbesserungen und einen kleinen Ausbau der verfügbaren Schutzplätze für Frauen und ihre Kinder in den letzten 2 Jahren zu schaffen. Eine effektive Bekämpfung häuslicher Gewalt erfordert die Zusammenarbeit verschiedener AkteurInnen. Dazu gehören neben der Frauenhilfeinfrastruktur eben auch Justiz, Polizei und das Gesundheitswesen, um nur einige zu nennen. Netzwerke und Kooperationen auf kommunaler, landesweiter und nationaler Ebene sind hier unerlässlich. Auf Bundesebene wird beispielsweise am Gewalthilfegesetz gearbeitet. Aktuell hat zum Ziel, Frauen unabhängig von Faktoren wie zum Beispiel ihrem finanziellen Background, ihres Aufenthaltsstatus oder ihrer Herkunft den Zugang zu Unterstützungsangeboten zu ermöglichen. Und diesen Schritt begrüßen wir sehr und dieses Gesetz ist bitter nötig. Was ich sehr an den demokratischen Fraktionen schätze, das möchte ich hier einmal sagen, ist, dass der Kampf gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen uns eint. Und der Weg dahin mag unterschiedlich sein, aber das Ziel ist doch immer dasselbe. Daher möchte ich an dieser Stelle einmal darum bitten, dass wir weiterhin fair miteinander umgehen. Und zu diesem fairen Umgang gehört meiner Auffassung nach eben auch nicht ein Antrag mit teils deckungsgleichen Beschlusspunkten zu einem Themenkomplex einzubringen, der doch gerade mitten im Verfahren ist. Wir sind im Prozess, den SPD-Antrag und den Entschließungsantrag von der schwarz-grünen Koalition aus Februar diesen Jahres genau zu diesen Themen zu behandeln. Die Anhörung steht noch an, die Sachverständigen sind bereits geladen. Lassen Sie uns die ExpertInnen dazu anhören und deren wichtige Impulse, da bin ich mir sicher, sofern möglich, auch ernsthaft einbeziehen, beispielsweise in der Fortschreibung des Aktionsplans zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Lassen Sie uns dieses überlebenswichtige Thema in der Regel weiter angehen und um die besten Lösungen streiten. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass häusliche Gewalt keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft ab